Hallo, heute gibt es von mir mal wieder eine neue Morgenroutine, weil das von euch total stark angefragt ist, mal wieder eine neue zu drehen. Ich verlinke euch mal meine letzte in die Infobox. Das ist nämlich eine Morgenroutine, bei der man rechtzeitig aufsteht. Heute gibt es aber eine Morgenroutine, wenn man verschläft. Das heißt, ich zeige euch einfach, wie mein Morgen abläuft, wenn ich irgendwie 10 bis 15 Minuten zu spät aufstehe. Und ich zeige euch auch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr es vorbeugen könnt, zu spät zu kommen, auch wenn ihr etwas verschläft. Und ja, dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Der erste Weg führt bei mir immer ins Bad und da öffne ich meinen Zopf und merke, oh Mist, du dachtest, du wäschst heute Morgen deine Haare, versuche es mit Babypuder etwas zu retten, das wird aber nichts. Deswegen habe ich da einen Tipp, wascht wirklich immer abends eure Haare schon, denn dann steht ihr morgens auf, öffnet euren Zopf und habt wirklich schön frisch gewaschene Haare und müsst euch darum dann morgens nicht mehr kümmern. Nach dem Zähneputzen verwende ich dann einen Reinigungsschaum von CD, nämlich finde ich, dass sich ein Reinigungsschaum ganz schnell auftragen lässt, aber dieser trotzdem das Gesicht schön gründlich reinigt. Im Zimmer angekommen, beginne ich dann mit dem Make-up. Ich starte mit einer leichten Foundation von L'Oréal Paris. Diese ist sehr flüssig, das heißt, sie lässt sich schnell auftragen, aber deckt trotzdem so gut wie alle Rötungen und auch meine Augenringe schnell ab. Das ganze Gesicht wird dann nochmal abgepudert mit dem Essence Stay All Day Long Lasting Puder. Das gibt dem Ganzen auch nochmal etwas mehr Deckkraft. Fertig abgepudert beginne ich dann mit dem Lidschatten und zwar verwende ich eine sehr natürliche Essence Quattro Eyeshadow Palette. Ich beginne mit einem Champagnerton, welchen ich einfach auf das gesamte Lid auftrage. Und auf das äußere V trage ich dann den dunkelsten Ton aus der Palette auf. Und das Ganze kann man auch gut mit den Fingern ineinander blenden, da braucht man auf jeden Fall keinen Blendepinsel extra für. Und dann nehme ich nochmal einen Lidschatten und den trage ich nochmal unter die Augen auf, da dort etwas Lidschatten hingefallen ist. Auf die Augenbrauen trage ich dann gerne ein gefärbtes Augenbrauengel von Alverde auf, da das einfach sehr schnell geht, aber trotzdem den Augenbrauen etwas mehr Definition gibt. Auf dem gesamten Gesicht verwende ich dann entweder einen Blush oder einen Bronzer. Hier ist es jetzt ein Bronzer, weil mir momentan mein Make-up etwas zu hell ist und dann passe ich damit einfach mein Gesicht etwas zu meinem Körper an. Dann tusche ich noch schnell meine Wimpern mit der L'Oréal Paris Fall Slash Schmetterling Mascara. Hier verzichte ich jetzt auch auf die Wimpernzange, da es einfach schnell gehen muss. Auf die Lippen dann nur noch eine Lippenpflege und dann sind wir auch schon ready mit dem Make-up. Dann bürste ich einfach einmal meine Haare durch. Da ich glatte Haare habe, muss ich mit denen dann nicht unbedingt mehr machen. Und dann trage ich einfach schnell ein Bodyspray von Victoria's Secret auf. Ihr könnt ja aber auch einfach ein Parfüm benutzen. Ein Bodyspray könnt ihr einfach auch auf die Haare auftragen. Und dann ist die Frage, was ziehe ich an? Da habe ich natürlich einen Tipp. Da wir nicht im Schlafanzug gehen werden, hängt die Klamotten schon abends raus, denn dann habt ihr morgens nicht mehr die Frage, was ihr denn anziehen wollt. Mein Outfit bestand an dem Tag aus einem ganz schlechten Shirt von Zara mit einer Shein-Side-Jeans-Jacke und einer ganz einfachen Hose von Primark. Dann nehmt ihr euch euren Rucksack, meinen werdet ihr noch genauer in meinem School Supplies Hall sehen. Und dann geht's zum Essen machen. Ich habe hier einfach ein Dinkelbrötchen genommen und es mit Erdnussmus beschmiert, da das wirklich am schnellsten geht. Und das packe ich dann einfach in eine Dose. Dann nehme ich das in meine Tasche, packe mir dann noch ein Wasser ein. Und dann ist auch schon meine Schultasche gepackt und ich würde sagen, wir können los. Das war jetzt
das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch eine Abendroutine haben wollt. Hier links von mir ist jetzt noch einmal ein Video verlinkt zu Überlebenstipps zur Schule. Das Video ist wirklich sehr lustig, auf jeden Fall anschauen. Und hier ist ein Video verlinkt zu 5 vegetarischen Snackideen für die Schule. Die beiden Videos sind auch verlinkt in der Infobox. Schaut da vorbei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Kitty will gerade abhauen, aber ich lasse sie nicht.